Radio 1. Der Mann, der aus dem Kino kam. Knut Elstermann. Ist der Radio 1 Kino King und drei Filme, die wir ab heute alle in den Kino sehen können, hast du schon gesehen. Zum einen einen deutschen Kinder- und Familienfilm, der ein ernstes Thema anpackt, ja. Eine schwere Erkrankung, klingt nach hartem Stoff. Ist Amelie Rent ein harter Film? Ist es überhaupt nicht. Also es ist eine ganz wunderbare Geschichte. Übrigens eine RBB-Produktion, kann man ja auch mal sagen, wo so die Beiträge bleiben. Also unter anderem in diesem schönen Familienfilm, da haben wir also Amelie, die ist so 13, pubertiert ganz heftig natürlich und hat eben Asthma. Und das ist in der Tat eine Krankheit, die natürlich gerade für so ein Mädchen so im Alter ganz schrecklich ist. Man will ja stark sein, man will unverwundbar sein. Und sie lässt die Krankheit auch nicht zu. Die schiebt die immer so weg, so ein richtiges Berliner Mädchen. Ne? Irgendwann geht es nicht mehr, irgendwann muss sie dann in die Klinik, in Sanatorium ist das, in den Dolomiten. Traumhaft schön. Also wir würden da gerne mal ein bisschen Zeit verbringen. Sie natürlich überhaupt nicht, sie hasst das. Ne? Und dann fährt sie dahin, erlebt aber immerhin sowas wie die erste Liebe. Und das ist eine wunderschöne Begegnung. Und dann mit Bart, ein junger Mann, also ganz jung noch, sehr charmanten Bauersjunge ist das im gewissen Sinne. Und die brechen, jetzt kommen wir eben zu Amelie Rent, brechen auf zu so einer Reise hoch in die Berge. Sie will zum Gipfel, da gibt es so ein Feuerritual, hat sie gehört. So, vielleicht hofft sie auf eine Wunderheilung, dass es dann doch ihr besser gehen könnte. Und der Weg ist natürlich sehr beschwerlich für die beiden, aber bringt sie eben auch näher. Ganz unverkrampft geht der Film eben, das ist die Stärke, mit dieser Krankheit um. Das ist auch lustig, das hat auch einen ganz bissigen Humor manchmal. Nicht zuletzt, weil sie eben auch so bissig ist. Sie hat wirklich so eine Stärke. Wird ganz wunderbar gespielt von Mia Casalo. Kennt ihr vielleicht aus dem Pubertieren? Das ist ein Film, der läuft jetzt im ZDF gerade, also eine Reihe, hat schon viel gemacht. Und Samuel Girardi, den entdeckt man jetzt gerade. Aber bis in die Nebenrollen hinein ist das ganz zärtlich besetzt worden. Mit viel Kraft erzählt, mit viel Spielfreude. Und besonders stark finde ich eben, dass man diesen beiden ansieht, den Reichtum der Gefühle. Das ist jetzt die erste Liebe, die sie erleben. Wie so ein Kammerspiel oben in den Bergen. Ist auch abenteuerlich natürlich. Ne? Es gibt keine Pferde, es ist kein Kinderpferdefilm, finde ich auch toll. Ne? Sondern es ist wirklich ein Film, der sich ganz konzentriert auf diese beiden, auf diese wichtigen Figuren. Ist ausgezeichnet worden beim Goldenen Spatz in Erfurt mit dem Hauptpreis für den besten Spielfilm. Und das finde ich hochverdient, weil der Film ist ein seltener Glücksfall im deutschen Kinderkino. Der zweite Film heißt Körper und Seele. Und da wird jetzt der eine oder die andere sagen, Mann, da habe ich den nicht bei der Berlinale gesehen. Ja, haben sie. Jetzt könnte sich der Knut sehr, sehr viele Feinde machen, weil den haben bei der Berlinale wirklich alle geliebt. Ja. Die Jury hat dem dann auch den Goldenen Bären gegeben. Und du sagst jetzt, ist ein totaler Mistfilm. Nein, sage ich nicht. Also mir ging es wirklich so, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe bei der Berlinale. Der lief ja ziemlich am Anfang. Und da hat man ja so eine Angst. Also Publikum ist begeistert, die Kritiker sind begeistert. Wird die Jury sich erinnern, das ist ja dann noch eine Weile hin, Berlinale dauert 10 Tage, sie hat sich erinnert und es gab eben völlig verdient den Goldenen Bären, fand ich großartig, ein Film von einer wirklich sehr bedeutende Regisseurin Iliko Enyedi aus Ungarn, die hat 1989, ewig lange her, mein 20. Jahrhundert gemacht. Das war ein Paukenschlag. Damit fingen die 90er Jahre an mit einem sensationellen Film. Dann ewig lange nichts mehr. Und jetzt kommt eben dieser unglaubliche Film. Also es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine fantastische Liebesgeschichte. Wir haben zwei sehr einsame Menschen. Sie heißt Maria und ist so Qualitätsbetrachterin, Beschauerin, Fleischbeschauerin, muss man ja sagen, im Schlachthof. Der Film spielt auf dem Schlachthof. Und da lernt sie dann den Finanzchef kennen, Endre. Der hat so einen Arm, den er nicht richtig bewegen kann. Sie ist vielleicht Autistin, also beide Menschen sind im gewissen Sinne auch gehandicapt. Kommen sich überhaupt nicht näher, weil die sind so eingekapselt in sich. Das wird auch wunderbar gespielt. Alles vor dem Hintergrund hyperrealistisch dieser geschlachteten Tiere und ständig sterbenden Tiere. Und dann lernen sie sich aber kennen über ihre Träume, weil sie stellen fest, dass sie jede Nacht beide den gleichen Traum haben. Sie träumen von einer Hirschkuh, einem Hirsch in einem wunderschönen Winterwald. Das ist wieder das Gegenbild. Der Film ist extrem symbolgeladen. Wir haben also die freien Tiere, die da draußen sind. Die werden nicht geschlachtet, die werden bestenfalls erschossen. Das ist auch ein würdevollerer Tod. Also hier haben wir diesen Gegensatz. Wir haben auf der anderen Seite aber auch den Gegensatz eben von Körperlichkeiten, von Blut, von Verschlossensein. Der Film handelt von körperlichen Grenzen. Und wenn das viele Blut da fließt, ist das ja auch wiederum eine Öffnung. Also es fließt dann tatsächlich auch Leben irgendwie hinein in diese Geschichte. Also ein extremer Film über blutende Leiber, über schmerzende Seelen. Sehr komisch auch, der hat einen grimmigen Humor und diese Regisseurin beweist sich erneut, wie ich finde, als eine Meisterin von äußerster Präzision. Der Film hat ganz klare, ganz deutliche Bilder und eben wundervoller Poesie. Muss man erstmal zusammenbekommen. Alles auf dem Schlachthof. Jürgen Prochnow, ein großer deutscher Schauspieler. Ja. Wir kennen ihn unter anderem aus Das Boot, ist inzwischen 71 Jahre alt, spielt aber jetzt im Kino einen Mann, der nochmal 20 Jahre älter ist, 91 Jahre alt, in Leanders letzte Reise. Auf welche Reise geht dieser Greis? Das ist eine Reise in die eigene Vergangenheit natürlich. Also er war Wehrmachtsangehöriger, er hat zusammen mit den Kosaken gedient in der Ukraine. Auch ein sehr heikles Thema eben von Kollaboration, was damit verhandelt wird und will jetzt nochmal so am Lebensende, das nur wirklich bevorsteht,
die große Liebe seines Lebens treffen. Die hat er damals vor 70 Jahren dort zurückgelassen. Das war die Frau seines Lebens. Er merkt, er hat offenbar auch ein falsches Leben geführt. Das ist ein anderes Leben. Das war nicht das, was er führen wollte. Und fährt jetzt also nochmal los, um die zu treffen. Ganz widerwillig fährt dann die Enkelin mit. Also die hat übrigens überhaupt keine Ahnung. Sie ist vollkommen naiv. Sie weiß nichts von deutscher Schuld, deutscher Sühne. Sie weiß überhaupt nichts auch über die historische Situation dort damals. Muss halt so mit. Und das wird ganz hervorragend gespielt von Jürgen Prochnow, der übrigens jetzt ja wieder in Deutschland lebt. Er hat ja lange in Amerika gelebt und es gibt einen Grund, warum er wieder hier ist. Der heißt Trump, ganz konkret. Also er hat wirklich genug davon. Er ist jetzt wieder hier, was wiederum schön ist. Und dann haben wir Petra Schmidt-Schaller als die Enkelin und die beiden spielen eben sehr geschickt diese späte Begegnung der Generationen. Gleichzeitig zeigen sie aber eben auch so diese Untiefen, die entstehen, wenn die Täter schweigen. Übrigens auch die Opfer, wenn die schweigen. Also es ist natürlich dann in der Familie auch so ein leerer Fleck, der nicht erfüllt werden kann. Das ist jetzt kein perfekter Film von Nick Baker Montes. Übrigens auch eine RBB-Produktion. Wir haben es heute mit einem RBB zu tun. Das ist überhaupt nicht rund, sondern da ist zum Teil auch zu viel drin. Die ganze Geschichte wird sozusagen noch beschwert durch die Situation in der Ukraine, Bürgerkrieg. Das ist ja sowieso schon kompliziert. Dazu noch diese Vergangenheitsgeschichte. Es ist alles etwas zu viel, aber mir gefällt gerade, dass es so viele offene Fragen gibt. Also, dass der Film nicht abgeklärt ist wie so ein typisches Aufarbeitungsdrama, wo jeder auf der sicheren Seite steht, sondern hier gibt es eine große Irritation und einen sehr ehrlichen Eindruck von Ratlosigkeit. Und das finde ich gar nicht schlecht, weil es auch verunsichert und vielleicht zum Denken anregt. Ja, da fand der Knut ziemlich viel, ziemlich gut. Jetzt vergibt er wieder die Rollen, 5 Rollen. Dann macht der Film so viel Spaß, wie es generell schon macht, in Cannes am Strand, im Freiluftkino bei herrlichem Wetter, einen Film zu gucken. 0 Rollen, dann macht der Film so viel Spaß, wie es Filme gucken auf einem alten Schwarz-Weiß-Fernseher macht. Und der Film ist auch noch langweilig. Ja. Wie viele Rollen bekommt Amelie Rent? Ja, muss dazu sagen, es gibt auch genug Schrott im Kino, auch diese Woche wieder. Ist ja ganz klar. Also der neue Kingsman-Film zum Beispiel, eine einzige Enttäuschung. Aber warum sollen wir darüber reden? Wir wollen den Leuten mehr sagen, was sie im Kino sehen sollen. Ich erkläre es nur mal. Wissen wollte, die Rollen, Für Amelie Rent. Amelie Rent von Tobias Wiemann bekommt 4 Rollen und, wenn ich das kurz sagen darf, am Samstag, zur Vormittags, nicht von hier, sondern aus Babelsberg, aus dem Filmstudio, da wird Tobias Wiemann dabei sein, der Regisseur, und Susanne Bohrmann, die spielt nämlich ganz herrlich die Mutter, die sich natürlich wahnsinnige Sorgen macht, wenn ihre kranke Tochter da in den Bergen rumkraxelt. Wie viele Rollen bekommt Körper und Seele? Bekommt selbstverständlich 5 Filmrollen nach dem Goldenen Bären der Berlinale, muss es ja so sein. Und Ildikó Ennyi, die muss ich noch sagen, am Samstag um 12 Uhr mittags zu hören. Und im dritten Film geht es um eine greise Reise. Leanders letzte Reise. Eine greise Reise, das ist ja wirklich nicht schlecht. Das hätte auf dem Plakat stehen können. Bekommt 3 Filmrollen und ich freue mich auch sehr, dass Jürgen Prochnow bei uns zu Gast sein wird. Also eine wirkliche Schauspiellegende in 12 Uhr mittags am Samstag. Dankeschön, Knut. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1. Und die Tipps auch zum Anschauen auf Facebook und radio1.de.